Network Marketing und der Nebencheck, das doTERRA Geschäftsmodell und Erfahrung von einer der erfolgreichsten Distributoren des Unternehmens. Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Nach längerer Zeit mal wieder ein Video zu einem Unternehmenscheck im Bereich Network Marketing, Multilevel Marketing. Dazu gab es auch von einigen von euch Anfragen, wann mal wieder ein Video erfolgt. Also heute ist es soweit und wir werden uns das Unternehmen doTERRA genauer anschauen. Zahlen und Daten dazu, dass den Vergütungsplan, aber auch was man hier finanziell erreichen kann oder ob man hier überhaupt was finanziell erreichen kann. Und natürlich auch, inwieweit ich persönlich das Konzept als seriös einstufe. Du findest übrigens das vorab auch später unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung einen Artikel, wo ich auch ausführlich auf die genannten Punkte hier im Video auch nochmal drauf eingehe, auch entsprechende Quellenverweise und so weiter und so fort. Ja, fangen wir direkt an mit der Präsentation zu starten. Und wenn wir zu den doTERRA-Unternehmen und den Zahlen kommen, dann wurde die Firma vor nicht allzu langer Zeit gegründet, also erst gut 10 Jahre alt, im Jahre 2008, hat mittlerweile, das ist durchaus beachtlich, wenn man sich in dem Bereich auskennt, übrigens auch in der klassischen Wirtschaft sind das beachtliche Zahlen, innerhalb von einem Jahrzehnt bereits über 2500 festangestellte Mitarbeiter. Die Produkte sind unter anderem in dem Bereich Reinigung einzuordnen, Nahrungsergänzung, Körperpflege, Gewichtsmanagement, essentielle Öle. Ich muss dazu sagen, ich persönlich hatte den Begriff essentielle Öle noch nie zuvor gehört. Ich persönlich nutze auch nicht solche Produkte, bin übrigens auch, das wissen sicherlich die meisten von euch, die auch den Kanal regelmäßig folgen, weder Distributor des Unternehmens noch Kunde. Aber wie gesagt, das Unternehmen macht nach meinen Recherchen den Hauptumsatz tatsächlich mit diesen Ölen, zumindest nach meinen Analysen, und ja, scheint wohl eine große Zielgruppe in dem Bereich zu geben. Und das Unternehmen hat mittlerweile weit über 150 Angebote im Produktportfolio. Der Umsatz, auch das beachtlich, mittlerweile, wie gesagt, noch relativ jung, die Firma über 1,7 Milliarden US-Dollar. Ja, das sind die Zahlen aus dem Jahre 2018. Head Office, also letztendlich die Hauptniederlassung, befindet sich im Bundesstaat Utah in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gibt weltweit über 100 Niederlassungen. In Europa ist übrigens die Niederlassung in Großbritannien angesiedelt. Vertriebspartner hat die Firma, auch das beachtlich, wenn man sie auch auskennt in der Branche. Da haben viele Firmen wesentlich länger für gebraucht, die meisten, wenn sie überhaupt natürlich so viele Vertriebspartner aufweisen können, können das an dieser Stelle viele Namen nennen, haben bei solchen Zahlen von mehreren Millionen Teampartnern in der Regel Jahrzehnte gebraucht, und die Firma hat das in gut ein Jahrzehnt geschafft, auch das durchaus beachtlich. Kunden hat die Firma nach eigener Aussage über 5 Millionen aufbauen können. Und wir wollen uns jetzt, nachdem wir uns ein paar Zahlen angeschaut haben, zum Unternehmen den Vergütungsplan anschauen und die Umsatzbeteiligungsmöglichkeiten, wenn man Vertriebspartner der Firma ist bzw. werden möchte. Im Kern, nach meiner Analyse, handelt es sich um einen sogenannten Unilevel-Marketing-Vergütungsplan, der auf bis zu 7 Generationen auszahlt mit ungefähr 34% Umsatzausschüttung. Hier ist wichtig zu nennen bis, denn man muss sich immer auf die Stufen auch dementsprechend qualifizieren. Das heißt, wenn man einen bestimmten Mindestumsatz nicht erreicht, dann wird man auch teilweise nur in Anführungsstrichen auf ein oder zwei Ebenen vergütet. Also auch da am besten direkt einen Vergütungsplan nachschauen. Findest du auch unterhalb des Videos im Artikel in der Videobeschreibung auch die entsprechende PDF-Datei vor, wo das auch nochmal ganz genau erläutert wird. Es gibt insgesamt 12 Rangstufen, angefangen von Berater bis zum Presidential Diamond, also mein Englisch nicht das Beste, das ist wohlgemerkt die höchste Stufe. Dann gibt es zusätzlich einen sogenannten Schnellstartbonus in den ersten 60 Tagen. Das heißt, nicht in den ersten 60 Tagen, die man selber im Geschäft ist, sondern auf die neue direkt registrierten Teampartner von nochmal 20% auf der ersten Empfehlungsebene
plus 10% auf der zweiten Generation und 5% auf der dritten Empfehlungsebene. Es gibt des Weiteren einen Power of Three Team Bonus, je nach Teamumsatz zusätzlich bis zu 1500 US-Dollar Ausschüttung. Auch dort schau bitte Artikel von mir am besten in die PDF-Datei nach, wo das nochmal genau erläutert wird, weil das relativ komplex ist, um es so kurz zu erläutern. Es gibt des Weiteren 3% Performance Pools ab der Stufe Silver, das ist die Stufe 7 im Vergütungsplan. Das bedeutet letztendlich eine zusätzliche Vergütung auf das gesamte Firmenvolumen plus Anteile auf direkt gesponserte Partner ab einem bestimmten Rang, wenn man sich wohlgemerkt dafür qualifiziert. Dann gibt es des Weiteren noch einen sogenannten Diamond Pool, ganz ähnlich wie der Performance Pool. Hier allerdings ab der Stufe Diamond, also ab der Karrierestufe 10, welcher ebenso Firmenanteile gewährt und zusätzlich die Möglichkeit, direkte Anteile an direkt gesponserten Partnern zu erwerben. Es gibt das Weitere, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich bin kein Vertriebspartner der Firma, das sind nur meine Analysen und aus meinen Network-Marketing-Erfahrungen, ein Infinity-Bonus, der bis zu 4% auf bis zur unendlichen Tiefe nochmal jenseits der Stufe 7 im Unilevel-Marketing-Plan vergütet. Ja, Hinweis natürlich an dieser Stelle, kein Anspruch auf Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität der Angaben, da natürlich Network-Marketing-Firmen zu einem immer mal wieder auch gerne den Vergütungsplan ändern und anpassen. Aber wie gesagt, ich auch selber kein Teampartner bin, das somit nur meine Rechercheergebnisse sind. Und ich habe auch dort, muss ich sagen, im Internet auch teilweise Abweichungen gefunden. Aber es sollte zumindest reichen, um ansatzweise eine Vorstellung vom Vergütungsplan zu erhalten, auch wenn er eventuell nicht ganz vollständig ist, beziehungsweise es gewisse Abweichungen möglicherweise in den Zahlen gibt. Da natürlich auch, wen das interessiert, am besten an einen Distributor bzw. Vertriebspartner von doTERRA wenden oder direkt an die Firma, wenn man dort den aktuellen Vergütungsplan haben möchte. Ja, kommen wir zu doTERRA Erfahrung von Vertriebspartnern bezüglich der monatlichen Provision. Ja, kann man überhaupt mit der Firma Geld verdienen? Vergütungsplan letztendlich, gerade für Laien natürlich, mag ein Vergütungsplan mehr oder weniger sehr beeindruckend sein. Entscheidend ist natürlich, eine Firma kann nie mehr als 100% von Umsatz auszahlen. Das wäre dann schon viel zu viel, weil die Firma muss natürlich irgendwo auch Geld verdienen. Das heißt, entscheidend letztendlich sind natürlich die Produkte und natürlich auch der Erfolg der Vertriebspartner. Schauen wir uns deswegen hier die Top 10 Leute an, die ich persönlich recherchieren konnte. Ich werde die Namen hier nicht vorlesen, weil das oft englische, manchmal auch aus anderen Ländern Namensnennungen sind, die ich sicherlich falsch ausspreche. Deswegen hier Platz 10 sage ich nur dazu, 110.000 US-Dollar monatliche Provision. Platz 9 selbe Einkommenshöhe, Platz 8 bewegen wir es bei 115.000 US-Dollar an monatlichen Provisionen. Ich werde das auch hier nicht jetzt alles vorlegen, das ein bisschen vorspulen. Auf Platz 4 bereits sind wir bei mehreren 100.000 Euro, also 200.000 US-Dollar an monatlichen Provisionen. Und auf Platz 1 nach meinen Recherchen der aktuelle Top-Verdiener mit 260.000 US-Dollar Einnahmen. Auch hier natürlich wäre kein Anspruch auf Gewähr. Natürlich schwanken die Einnahmen. Ja, ist ein Geschäft. Das heißt, die Einnahmen werden nicht stabil sein. Zeigt aber auch grundsätzlich, dass man bei der Firma gutes Geld verdienen kann. Natürlich immer vorausgesetzt, dass man auch hier das nötige Handwerkszeug beherrscht, was Network Marketing natürlich vor allem die Kunst ist, sukzessive neue Teampartner zu gewinnen und natürlich auch möglichst viele Teampartner auch erfolgreich auszubilden, ebenso sukzessive neue Vertriebspartner zu generieren. Ja, Fazit dazu nach meiner Analyse. Ist das Unternehmen absolut seriös, sehr erfolgreich. Ob die Produkte hier in Deutschland sich durchsetzen werden, wird sich sicherlich noch zeigen. In Deutschland sind ja die Kunden traditionell zu einem sehr qualitätsbewusst. Das sollte von der Firma soweit stimmen, aber auch sehr preissensibel. Inwieweit dort die Preise in Deutschland eine Chance haben, wie gesagt, wird die Zukunft zeigen. In jedem Fall international ein sehr erfolgreiches Unternehmen, wie man an den Zahlen gesehen hat.
Und auch der Vergütungsplan ist seriös, also hat nichts mit Schneeballsystem oder Ponzi-System zu tun. Daher von meiner Seite aus ist das Unternehmen, zumindest international, absolut in Ordnung. Ja, was ist mit dir? Hast du bereits doTERRA-Erfahrungen gesammelt oder vielleicht auch mit dem doTERRA-Shop? Hast du vielleicht dort schon mal ein Produkt bestellt, vielleicht auch Produkterfahrung? Lass mir gerne einen Kommentar da und auch für weitere Informationen findest du unterhalb des Videos in der Videobeschreibung im Artikel auch entsprechende Ergänzungen und Quellenverweise und natürlich auch zu der Firma den Direktlink, wo du auch beim Unternehmen natürlich auf der Hauptseite weitere Informationen nachrecherchieren kannst. Das war's zu diesem Video. Ich wünsche dir weiterhin, je nachdem, wann du gerade dieses Video schaust, noch einen angenehmen Tag oder einen angenehmen Abend. Liebe Grüße, dein Matthias. Ciao, ciao.